Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Notruf 112 Multiplayer Early Access Beta Testphase mit Pascal. Moin. Tschüss. Hallo. Auch von mir. Der Tag war zu lang. Lassen wir den Maschinisten fahren bei der DLK? Ja. Manu. Und zwar wollen wir jetzt einen Baumsäge-Einsatz hier machen und den hatten wir jetzt schon mal probiert gerade eben. Allerdings ist dann der... Es gab noch eine kleine Komplikation dabei. Genau, denn der Drehleiterkorb ist dann auf dem Fußgängersteig aufgesetzt und ist damit halt drei Koordinaten zu hoch gewesen und deshalb konnte die Mission von den Maschinisten nicht erfüllt werden, wodurch der Triggerpunkt für den Angriffstrupp nicht da war und ja, allgemein war halt doof. Ja, nur so ein Mist. Ach, ein Fahrstuhl ist gar keine Tür. Deswegen. Ach, du fährst jetzt meinen Kev. Ach, du willst unbedingt fahren. Ich dachte, du besitzt einfach der DLK jetzt drin. Deswegen, aber das war jetzt auch kein irgendwie witziger oder spannender oder Bug oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich das halt einfach erspart. Wäre jetzt natürlich überaus lustig gewesen, das zu sehen, dann, hätte es euch gezeigt, aber es war es nicht wert, euch das zu zeigen, deswegen. Einfach retry. Ja, also müsst ihr aufpassen, dass ihr die DLK weit genug links auf der Straße platziert. Ich werde es gleich nochmal zeigen. Oder lasst die KI die DLK zum Einsatz hier fahren. Wobei du bei der KI auch nicht sicher sein kannst, dass sie das richtig macht. Was sicherer ist, wenn du selber fährst und keine Markierungen siehst. Das stimmt. Weil irgendwie Tobi random, also zufälligerweise keine Markierungen sehen Markierungen gibt es ja allgemein nicht. Du hast immer nur diesen Kreis. So, es gab keine Haltemarkierung. Stimmt. Die gibt es ja nur in Notruf 2, die Haltemarkierung. Also immer noch eine Interlocation, also egal. Warte auf weitere Anweisungen. Wo warst du denn gerade? So. Hier. Tobi, gehst du in den Angriffstypen von der DLK? Da kannst du den Baum schneiden und ich kann in die Späne zusammenkehren oder irgendwie sowas. Ist okay. Weil es ist ja auch am besten, wenn wir das actiongeladene Zeug hier machen, wie Ast schneiden oder Sägespäne wegkehren. Der steht schon wieder so halb auf dem Bürgersteig. Jetzt sitzt aber ganz auf dem Bürgersteig mit den zwei Stützen. Jetzt steht das Ding schief, die DLK. Aber gut, die KI weiß, was er macht. Hoffe ich. Hoffen wir. Ach, guck mal, jetzt ist da auch so ein Punkt. Bist du schon ausgerüstet? Nö. Was soll ich vielleicht noch machen? Kettensäge und Schnittschutzhose anziehen, das. Weil das ist so eine Hose, die hat eine die ganz spezielle Webstruktur, dass wenn Tobi sich da aussehen, die Kettensäge reinrammelt, dass die Fasern der Hose sich in der Kettensäge so verheddern, dass die Kettensäge sofort ausgeht. Deswegen trägt man so eine Schnittschutzhose. Also die ist nicht besonders... Die ist nicht irgendwie komplett, dass du da gar nicht durchkommst, sondern einfach die Fasern da werden so aufgewuselt und rausgezerrt aus dieser Hose, dass einfach die Kettensäge sich komplett verheddert und dann ausgeht. Und dir somit nicht ins Bein schneidest. Das ist der Sinn von dieser grünen Hose, die Tobi da angezogen hat. Die auch echt fancy aussieht. Ich versuch zumindest, ne? Warte mal. Ich versuch gerade noch eine Thumbnail-Position zu suchen, ne? Gut, hab eins gemacht. Mal sehen, ob was geworden ist. Kriegst du den Ast runter? Ja. Stell dich ja mal unter den Ast, ne? Oder wo versuchst du gerade zu schneiden? Du hast einen Thumbnail, ne? Ja. Ich guck gerade hier nur von unterm Baum. Ich stehe hinter dir aber, ja. Hä? Ich dachte, du bist der Typ, der schneidet. Nicht mehr, aber es ging nicht. Ja, das sehe ich, dass es nicht geht. Mann! Aber ich weiß, den Einsatz habe ich früher auch mehrfach gemacht. Also den habe ich damals häufiger gemacht. Also ich weiß, dass er geht. Vielleicht nur nicht im Multiplayer. Geh du mal in den Angriffstrupp. In den DLK-Trupp-Angriff. Korrekt. Was? Ach, du lenkst. Ich war gerade, was ist mit der Leiter los?
Ah, hier. Sag mal, wie es recht ist. Ja, ist richtig. Ah, guck mal. Mit dem vorgegebenen Trigger konntest du gar nicht auf den Punkt callen. Ich habe gerade einen sehr lustigen Bug. Na gut, eigentlich ist er nicht ganz so lustig. Weil alles ganz einfach nur zittert und der Auftrag erfüllt ist und wieder nicht erfüllt ist und wieder erfüllt ist und wieder nicht erfüllt ist. Warte mal. Hier ist eine Aufgabe. Kannst du mich absetzen vielleicht? Hallo, runter. Ich muss unten den Baum zersägen. Wie hoch kommt man? Ich möchte aber auch nicht widersetzen, ne? Hilfe! Der ist böse. Ich kann dich schon gar nicht mehr mit der Kamera beobachten. Nee, ich kann nicht mehr mit der Kamera gucken. Ich sehe dich nicht mehr. Du bist zu weit im Sky. Wir haben jetzt 89 Grad Neigung nach oben. Nice. Ja. Ich sehe dich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, Hilfe. Ach, S drücken. Halt. Aber ich sage so, wenn ich oben bleibe, dann kann ja einer soll nicht erfüllt werden, ne? Weil ich muss da unten den Baum zersägen. Oder willst du das jetzt machen wieder? Stimmt. Ja? Du willst nicht den Baum zersägen? Nö. Okay. Dann darfst du die Sägespellen zusammenkehren. Ja, komm, mach runter. Nee, ich muss den Triggerpunkt treffen. Ja, du musst gar nicht treffen. Ich muss ja raus nur. Doch. Da steht da 1,53. So, das ist grün. Hier muss ich nur... Danke. Jetzt, ich bin raus. Gut. Dann. Einmal den Ast nehmen und durchsägen. Ast nehmen und durchsägen. Aber die Sägeanimation finde ich schön, weil da geht auch der direkt da durch. Durch das Ganze. Durch das Holz. Also das sieht echt gut aus. Nicht nur einfach einen irgendwie in der Luft da rumgefummeln oder fuchteln mit der... Das lag an der Drehleiterposition. Du bist nicht an den Drehgang gekommen. Das war das Problem. Die ist die KI auch nicht. Und daran lag das Problem dann wohl. So, jetzt kommt die Kollegen vom KEF zum Einsatz, die jetzt einmal dann wahrscheinlich hier die ganzen Sägespäne zusammenkehren dürfen und dann hier in das Fass reinschmeißen. Weißt du, Notruf 2 könntest du jetzt zum Beispiel schon den Drehleiterleuten sagen, abrocken. Ja, da kann man ja auch Sachen parallel zueinander machen, ne? Beziehungsweise im Notruf 1, im Einsatzleitermodus könntest du das auch sagen, dass die DLK abrücken soll. Zusammenpacken soll, glaube ich. Ja, du kannst deine Motorsäge schon mal Nee, da gab's nur alles zusammenpacken. Stimmt, da gab's nur alles zusammenpacken. Nicht einzelne Fahrzeuge zusammenpacken. Das stimmt. Gehe zu, nimm auf. ich soll gehe zu Baumstamm und dann hier in die orangene Box ablegen. Yay. Schließe Fahrzeugtor, Rolltor. Rolltor schließen. Das muss ich auch machen. Warte auf weitere Anweisungen. So, die Drehleiter steht wieder gerade, weil Stützen eingefahren wurden. Kann ich die... Nee, warte. PA. Ja, ich habe ja noch irgendeine andere Maske. Ach, ich habe noch die Schnittschutzmaske auf. Wie kriege ich denn die ab? Keine Ahnung. Ich habe mich gewundert, warum ich jetzt noch so netzig ist. Kannst du die PA aufsetzen? Ja, die setze ich darüber. Ich hätte doch gerade, weil ich hatte gerade P gedrückt, weil ich habe gesehen, okay, ich habe eine Maske auf, also erstmal P drücken, ne? Ja, ich hab die gesamte Montur noch an. Ja, dann ist es halt so. Schnittmontur. Du willst nicht irgendwie aufräumen? Okay. Dann bleibe ich heute den restlichen Tag in Schnittschutzhose und Sägehelm.
Alter, das ist mit dem E-Horn gerade richtig erschreckt. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Aber der Junge hat einfach nur sein E-Horn angemacht. FBI, open up. Ja. Bei dir vor der Tür. Aber Herr Müller, mal Ruhe. Öffnen Sie mal bitte die Tür. Das wäre das Äquivalent dazu. Ey! Ramionett! Jetzt ist KI verwirrt. Ah ne, fährt doch weiter. Wieder. Ey, Jetzt der fährt die Typ. KI nur an der Der Typ. Seite, ja, wegen deinem Blaulicht fährt die KI jetzt an der Seite, weil die denkt, dass du das in Rettungsgasse machen musst. Mama Rettungsgasse, Bruder. Mach Rettungsgasse, voilà. Wir sind Jugendsprache-Profis, ihr merkt schon. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte F5 Maschinist machen. Bleib stehen! Ich will ihn noch einholen. 80, Ich bin auch bei 90, 80. Ja, 90 habe ich noch nicht. Jetzt habe ich 95. 90. Ich bin auf 90. 95. 100. 105. Ah, Bremse. Ich war bei 105, Tobi. Ich war bei 105. Innerorts. Das ist schon eine Kleinstleistung. Guck mal, wo ich geparkt habe. Ja, nicht ganz richtig, wo ich behaupten wollen. Aber ich hab gepackt. Etwas zu viel Speed. Kollege will nicht aussteigen. Hast du den Motor ausgemacht? Ja. Im grünen Bereich? Ich habe keinen grünen Bereich, ich habe keine Trigger. Du bist wahrscheinlich nicht im grünen Bereich. Ja, das denke ich auch. Ja, dass ich die KI das Fahrzeug übernehmen. Also die letzten Meter fahren, weil dann setze ich hier eine schöne Position, von der aus die hier einrücken kann. Oder lass mich einfach. Nö, KI. Am Ende wird sich Tobi in die KI reinsetzen. Ist das jetzt die KI oder bist du das noch? Nee, warte, ich muss erstmal switchen. Die KI fällt es nicht. Jetzt. Nee, KI steht. Gut, dann mach du. Dann die fährt, fährt, fährt. Die KI. Ah, jetzt, ach, nur nee, du fährst. Da kann die KI würde fahren. Wird sie so seichte angefahren, bis als wärst du eine KI. Ich habe einfach nur W gedrückt. Nee, aber ich habe tatsächlich auch keinen Triggerpunkt, also daher. Nice. Sie Müssen wir läuft doch. einfach Kante gucken. Ja, das war auch mein Ziel, was ich hatte. Kante gucken. Bruder, Kante gucken. So, ich steig aus. Aber der Tag ist noch nicht erfüllt mit Fahren, mit nach Feuerwache. Motor an, Motor aus, Motor an, Motor aus. Der Motor wird's lieben. Ja, kann ich so nicht machen. Ja, wir nehmen einfach keine DLK-Einsätze mehr an. Ne? Wer fährt jetzt? Was ist nun? Was tut ihr? Jetzt. Macht die KI irgendwas? Nö. Cool. Also steht hier an der Tür vom Fahrzeug, aber. Stützen.
Ich würde sagen, wir starten kurz neu und dann geht's weiter mit dem nächsten Einsatz, oder Tobi? Ich glaube, wir sind nicht da zu retten. So, nächster Einsatz. Ey, was nehmen wir? Hatten wir Personen hinter der Tür schon? Nö. Machen wir das? Weiß ich nicht. Kann man machen. Machen wir das. Jo. Achtung, Hilfeleistung. Person hinter verschlossener Tür. Einsatz für KEF 1, RTW 1. Mist, ich dachte, ich werde mal Erster. Ha, mein Lieber war eher zu. Aha. Die KI war schneller da. Ich bin in die KI geswitcht, die vor der Tür stand. Mist. Freut mal Innenperspektive mit. Ich glaube, bei Tobis Fast ist aus. Nimm dir die Kurzhüte. Leute mit E-Horn verwirren. Mach Martinshorn und E-Horn zugleich an, das ist cool. Und? Dann gibt es noch das Schlaghorn. Kennt ihr es auch? Das Schlaghorn. In Notruf 2 ist es ja so, man kann das E-Horn nur anmachen, wenn das Martinshorn an ist. Und mit dem du das E-Horn anmachst, dann geht das Martinshorn halt aus. Siehst du das? Was denn? Du bist ja in der Innenperspektive, oder? Jetzt bin ich in der Perspektive, ja. Was soll ich sehen? Party! Ah, Licht. Wow, cool. Wo wartest du noch? Ach, der RTW. Tatsächlich habe ich gar nicht auf den gewartet, aber ja, stimmt auch wieder. Der fehlt auch. Schön, wenn du gar nicht mit den Leuten, mit den Polizisten oder so reden musst. Nee. Akkubohrer. Benutze Akkubohrer. Ah, ich muss das Schloss aufbohren. Cool. Ich darf die Tür aufbohren, Tobi. Ich hab abgesperrt. Tür offen. Warte auf weitere Anweisungen. Ah, da kommt der Sani. Oder der zweite Sani. Jo, die Frau steht am Herd. Die ältere Dame. Und der Sani steht in ihr drin. Hab Person gefunden, untersucht, sie ist unverletzt. Was ist im scheiß Schlauch? Ihr darf jetzt aber auch alles aufräumen, Tobi, ne? Hat der einfach einen Schlauch aus. Der Sani hat den Schlauch aufgewickelt. Auch gut. Alle verfügbaren Kräfte werden benutzt. Ja. Und darf ich deine Hütchen aufräumen? Danke. Jetzt musst du hier jeglichen Mist rauspacken. Ne? Nicht dafür einpacken. Na, danke. Oder der Sani. Danke für nichts, ne? Mhm. Ja, Funkmeldestatus setzen. So völlig inkonsequent. Wollen sie los? Ach, nee. Vollkommen Geräuschexplosion. Es ist ja früh um 9 alle Leute aufwecken, die doch immer schlafen. Die Leute, die früh um 9 noch schlafen, ja. Die Leute, die von der Nachtschicht wiederkommen? Ist ein Argument. Okay, ja, es ist nervig.
dezent nervig nur. Das war auch recht sauber, der Drift. Und das jetzt in der Park Position. Ich berühre es gar nicht auf. Du nimmst nicht auf? Nee. Oh, Mist. Wird man deine Dings ja gar nicht sehen. Schäm dich. So, jetzt sieht man plötzlich auch mein Bild. Ja, was ich die ganze Zeit im letzten Einsatz gemacht habe, das habt ihr alles nicht gesehen. Schäm dich. Top vorbereitet, würde ich sagen. Schäm dich. Als Bestrafen kriege ich jetzt ABC-Sand in meine Augen. Ein ganzes Kilo. So, was macht denn der LTW schon wieder? Er braucht auch wieder ewig. Er wird langsam fahren. FMS, ne? Ist aber auch schön für euch, wie ich jetzt erzählt habe, von ja, ich breite die Tür auf gerade, cool. Übrigens, cool. Wenn man den Einsatzbericht hat, dann kann man sich bewegen, aber das Bild bewegt sich nicht mit. Echt? Ja. Am 5. September 16 wurde Feuerwehr, dann ist einmal Türöffnung gerufen. Verwandte machten sich Sorgen, da keine Kontakte von der Person möglich war. Diese wurde jedoch wohlbehalten in der Wohnung angetroffen. Sehr gut. Teleportiert. Isst du gerade schon wieder? So wie ich in der Aufnahme essen würde. Was haben wir denn noch? Oh, machen wir das da. Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 2. Die du. So, einmal zur Tür rennen. Und auf geht's. Schnell wie die Feuerwehr. Deswegen sind wir auch die Feuerwehr. Fahrweise immer. Oh, Kleinflächenbrand. Wir haben es gerade um 63 Grad gedreht bei mir. Das kann gut sein. Grad kommt nicht ganz hin, es sind nur 72 Grad. So, Schnellangriffsrohr. Dann noch Helm und PA aufsetzen. Und einmal hier das Reck löschen. Das hier brennt. Wollen wir eine Löschwasserversorgung mal aufbauen, damit es ein bisschen spannender wird? Ja, mach. Und durch der Weile das Spielgerät abbrennen lassen. Wenn du was machst. Du kannst ja schon mal löschen. Ach, ich frage einfach nicht. Was? Wo ist das Ding hier? Ich hatte den Triggerpunkt, ich dachte, ich könnte es einfach so draufsetzen, das Standrohr, aber war doch nicht so. Triggerpunkte. Realitätsnah. Was denkst du? B-Schlauch? Ja, ne? Sag dir den Namen C-Schlauch. B am Hydranten, C zum Löschen. B. Bühne ist fertig, ne? Ja. Bühne ist gleich fertig, ne? Ja. Bin nur noch der obere Teil vom Gittergerüst hier.
Also du bist doch noch nicht fertig. Ja, fast. Es ist nur der obere Teil, sage ich ja. Warte mal. Da müsst ihr jetzt einen Verteiler setzen, ja. Ey. Ja, klar. Weißt du nicht mehr, wie man eine Wasserleitung aufbaut? Hast du es so selten gemacht im Spiel oder was? Ja, gibt doch hier so Anschlüsse. Es sieht doch so einer so aus, als könnte man da auch einfach ein C-Rohr dran machen. Nein, brauchst einen Verteiler schon. Also, ehe du deine Wasserleitung aufgebaut hast, bin ich auf jeden Fall mit Löschen fertig. Mi. Oh, wo ist denn ein anderer B-Schlauch? Da. Muss es noch brennen hier? Oh, ich sehe keine Flamme mehr. Ach, warte, ich sollte vielleicht auch nicht die. Den Input an den Output vom TLF tun. Ja, lotse mich mal, wo noch Feuer sein könnte. Wo ist mit dir noch Feuer? Da ist so ein bisschen Rauch. Wo? So, auf der Mitte. Auf der Mitte. Da? Muss da dran. So. Und dann? Das? An? Das da? Oh, ich kann auch löschen. Yeah! Von wegen. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht aus Versehen. Jetzt nehme ich, da habe ich das Fenster. Findest du den Punkt? Nein, löschst du fertig. Ich hab mich schon wieder automatisch bewegt. Ich habe etwas geleistet. Ah, ich darf Ende machen. Jetzt darf ich deinen scheiß B-Schock wieder aufräumen. Wir haben wieder Wasser getan. Geh zur Position. Welche Position? Ich kenne doch keine. Benutze B-Schlauch. Das kriege ich hin. E. Und hier unten reinlegen. Verteiler. Geh zur Position. Wo ist Position? Das finde ich tatsächlich in Notruf 1 besser. Und auch nur Hydrantenschlüssel. Als in Notruf 2. Weil hier in Notruf 1 kannst du einfach überall an einem der Enden den Schlauch aufrollen. Und in Notruf 2 musst du einfach an irgendeine an die Stelle rennen, wo du den ausgerollt hast. Nur die siehst du nicht, wenn du keinen Trigger hast. Also du musst dann einfach so irgendeinen random Trigger gehen. Und teilweise kann es sein, dass der Schlauch irgendwo ganz anders hingelegt wurde, als er. Also hingelegt wurde, als er ausgerollt wurde am Ende. Ja. Das heißt, du musst halt einfach irgendwo auf irgendwo random, das ist eine Position auf dem Gehweg, die dann leuchtet, wo du dann interagieren musst, und dann erscheint der Schlauch wieder dort. Hast du das als Aufgabe? Wenn der gar nicht verrollt ist. Hä? Hast du den Standrohr als Aufgabe? Nein, ich habe schließlich das Rolltor als Aufgabe. Nee, du hast nämlich den Hydranten schon zugemacht, bevor du das Standrohr rausgenommen hast. Ich sag nur. Ja, ich soll den Unterflurhydrantenschlüssel nehmen, das war meine Aufgabe. Ich Rolltor bin. Du hast übrigens die PA noch auf, ne? Ich sag nur. Ja, machst du dir das Rolltor bitte zu? Ich krieg's nicht. Ja. Und ab nach Hause! Jo. Das schöne Kellergerüst, ey. Moin. Wie viele Einsätze in dieser Folge war das jetzt eigentlich? Der zweite. Ah, okay. Das kann weg. Und das. Wollen wir noch einen dritten machen, oder? Jo. Wieso? Egal. Aufgrund einer mehreren Kleinflächenbrand rückte die Feuerwehr am 5. September 16 aus. Am Ende des Ortes erwartete den Löschtrupp starke Hitze- und Rauchentwicklung, sodass der Löschangriff unter Atemschutz durchgeführt wurde.
Die Polizei geht von Brandstiftung mit Brandbeschleuniger aus. Cool. So, was gibt's heute für noch für einen Einsatz? Warte, ich muss jetzt mal Kleinfläche. Mission 3? Tree 2 haben wir. Und dann kommt da noch. Person hinter Tür. Wir haben noch. Wir könnten noch ein Feuer machen. Oder mit Ölspur. Ölspur. Haben wir heute eine Ölspur. Ja, wir haben noch zweimal Ölspur. Achtung, ja. Hilfeleistung. Ölspur. Einsatz für LF24. Hä? Wo geht's hier lang? Hilfe, ich bin mich verlaufen. Ich wechsle mal die Einsatzkraft. Ach, das Herrenklo. Ich bin auch manchmal verlaufen. Das Herrenklo ist einfach ausmodelliert. Toll. Aber auf die Toilette gehen kann man nicht. Das ist so einer dieser Räume, den haben sie in Notruf 2 einfach rausgelassen. In Notruf 1 ist ja wirklich die gesamte Wache, wenn auch nicht mit allen Büros, weil an sich ist die gesamte Wache ausmodelliert. Das Damenklo ist übrigens nicht ausmodelliert. Hä? Das Damenklo ist nicht ausmodelliert. Ja. Keiner sexistisch, ne? Ein bisschen. Wobei es in Notruf 2 auch kein... Aber in Notruf 2 wurde in der Wache wirklich nur das Nötigste modelliert. Ja, in der Notruf 1, da alles Mögliche modelliert wurde. Und hier in Notruf 1 ging das klar, aber bei Notruf 2 würde das viel zu viel an an Performance ziehen. Was wird uns jetzt hier für eine krasse Ölspur erwarten, Tobi? Also ich denke, da ist Öl. Ja. Oh, guck mal, eine krasse Ölspur mit mehreren Flecken. Wow. Gehe zu Bindemittel. Ich Bindemittel. Ich Ölfleck. Oh, schon ein bisschen größer der Ölfleck. Wie die Ölspur. Bauen die alle zu und sind total fasziniert. Ja. Da, jetzt darf ich den zweiten Ölfleck machen. Ich muss immer warten, bis ich die Aufgabe erhalte. Ich muss Eigenregie nie was durchführen hier. So, warte auf weitere Anweisung. Ich habe keine Aufgabe. Jetzt darf ich den dritten Ölfleck erst machen. Wirklich alles der Ruhe nach, eins nach dem anderen machen. Mit dem Bindemittelsack anschneiden? Nein, das machen wir nicht. Manu. Auch schön, wie mal... Tobi, du musst dich mal so zur Seite drehen. Einfach nur stell dich und dich zur Seite drehen, so. Mit der Maus. Also deine Uniform wird dezent verzerrt dabei. Du, dreh dich mal so um 90 Grad und guck dann noch nach oben um 90 Grad. Der Rücken, aua. Aua, der arme Rücken. Allein schon so nach oben schon, das ist ja schon, aua, oh, was der Rücken macht. Und dann noch. Der tut ja nicht seinen Kopf in den Nacken legen. Der tut ja einfach seinen Rücken brechen. Das tut aber auch nur, wenn er was in der Hand hat. Also wenn er sonst so, guckt er nur nach oben. Okay, cool. So. Das ist übrigens die Aufgabe, alle warten auf dich. Oh, gehe zu Rolltor. Verstaue Bindemittel in Rolltor. Das ist meine Aufgabe, auf die alle warten. Ne?
Das heißt, meine krasse Aufgabe, auf die alle gewartet haben. Ach, lol. Ich muss auch noch was tun. Oh Gott, du musst die Schlauchhaspel wegräumen. Haha, du darfst hier nicht hin. Ah, Hilfe, ich stecke in der Schlauchhaspel. Oh Mann, ey. Dieses Spiel ist so toll. So, und das Wegkehren, das macht ein anderer. Nicht ja, mehr. Aber die letzten Einsätze werden wir uns in der nächsten Folge dann anschauen. Da ist unter anderem noch ein Kellerbrand wahrscheinlich dabei oder so. Oder ein Keller vollgelaufen oder so, ich weiß es nicht. Los, Keller auf jeden Fall. Ja, und das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.